Was zum? Und damit ein herzliches Willkommen zu einer Folge von mir, eurem Quanti-Display. Yo, ich leite heute mal das Gast-Commentary. Ihr fragt euch sicher bestimmt gerade, was es gerade war. Also das, meine Freunde, nennt man einen GTA-Kurzfilm. Also einen Kurzfilm. Und für diesen Kurzfilm habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht, aber war eigentlich nicht so viel Aufwand. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen geübter mit dem Rockstar-Editor. Außerdem waren das ja nur ganz, ganz kurze Clips. Ich wollte einfach mal ganz schnell etwas Neues bringen. Hier in diesem Projekt, nenne ich das mal. Auf jeden Fall spielen wir heute mal ganz kurz Kritiker und erzählen ein bisschen unsere Meinung zu Dali Gaming. Aka Kevin der Wegbatzer. Ich habe ihn kennengelernt, als er 171 Abonnenten hatte. Wir haben am Anfang ein wenig im PlayStation Chat geschrieben. Und ich dachte mir so, komm, willst du nicht mal eine Runde mit ihm zocken? Habe ich auch getan. Abo habe ich natürlich da gelassen, weil mir seine Videos gefallen hat. Ich weiß noch die alten Zeiten, Minecraft Leben, also dieses Nachspielteil. Das hieß doch Minecraft Leben, oder? Ja, ich habe den Namen mittlerweile vergessen, aber ich glaube, das hieß Minecraft Leben. Auf jeden Fall, ich glaube, die haben Minecraft Leben nachgespielt. Das ist gar nicht mal so lange her, finde ich. Ist aber, naja, seitdem hat sich auf jeden Fall einiges getan. Seine Qualität wächst. Sagt man das so? Wachsen? Wächst die Qualität oder wird die Qualität einfach nur größer? Also wenn es größer wird, dann wächst es doch, oder nicht? Okay, meine Intelligenz reicht für diesen Satz nicht vollkommen aus. Auf jeden Fall habe ich ihn dann halt so kennengelernt, habe mit ihm halt ein paar Ründchen gezockt. Er hat mich neuen Leuten kennengelernt und er weiß nicht, wie sehr er mir damit weitergeholfen hat. Ich habe mich natürlich später darauf bedankt, glaube ich 6 Monate lang später oder so ähnlich. Ja, wir hatten eine Zeit lang nicht so viel Kontakt. Ich habe natürlich immer fleißig deine Videos mit meinem ersten Account verfolgt, aber auf PlayStation haben wir dann nicht so viel geredet. Ich wollte ihn, um ehrlich zu sein, nicht so stören, da er hatte halt wirklich viel zu tun und man sah schon früher, er hat viel zu viel mit der Community gemacht. Er hat halt immer wieder Zeit gefunden, mit irgendwem irgendwas zu machen. Das hat auch Red Killer halt früher erwähnt, als er das Gast-Commentary geleitet hat. Er hat halt erzählt, dass man total gemerkt hat, dass er mit vielen Zuschauern zockt. Auf jeden Fall, eines muss man ihm lassen. Er nimmt sich Zeit für seine Community. Selbst jeden Abend, wenn er ein Video hochlädt oder morgens. Aber meistens ist es eher abends, glaube ich. Nee, mittags. Und heute kam das morgen. Aber heute ist Sonntag. Anderes Thema auf jeden Fall. Er beantwortet wirklich jedes einzelne Comment. Ich meine, sogar meine. Ich wollte mal was testen. Habe ihm so mit Quanti-Display einfach mal so einen Comment hinterlassen. Mit einem ganz, ganz alten Video. Ich glaube, das war der 5. oder 6. Video auf seinem Kanal. Ihr könnt einfach mal bei seinen alten Videos vorbeischauen. Ihr müsst nicht immer runterscrollen. Ihr könnt nur bei der Liste hier von neu zu alt oder alt zu neu einfach umstellen. Und dann habt ihr direkt das erste Video als erstes oben aufgelistet. Auf jeden Fall habe ich ihm dann so ein altes Kommentar hinterlassen. Habe so gesagt, hey, antwortet mir jemand. Und er hat einfach mal geschrieben, hey, haha, XD, keine Ahnung. War aber ziemlich cool. Ich meine, der beantwortet wirklich jedes Video. Er hat sich bestimmt gefragt, warum, was ist mit dem? Warum macht der das? Wer guckt schon mit schon noch die alten Videos? Ja, ich guck mir die alten Videos. Dann ich saß einfach mal dort, als mir langweilig war. Ein Abend lang habe ich einfach nur rumgesessen auf meiner Couch in meiner Wohnung und hab mir so, ich hab so links von mir Chips, rechts von mir eine Cola, hab mir so gedacht, jo, gönn dir mal, hab mir einfach mal ein paar seiner alten Videos reingezogen, so eine kleine Session-Tour gemacht, das habe ich, Leute. Ich saß da einfach mal so, hab wirklich da einfach so da rumgehockt, hab mir die alten Videos reingeschaut und, boah, ich weiß nicht warum, Leute. Ich weiß nicht, was mit mir ist, aber hat mir auf jeden Fall gefallen, hat irgendwie Spaß gemacht, hat auch irgendwie alte Kindheitserinnerungen in mir geweckt. Wenn ich so auf meine magische, nicht vorhandene Uhr gucke, sehe ich gerade, dass es langsam Zeit wird, die Folge zu beenden. Ich will sie nicht zu lange machen. Ich bedanke mich nochmal bei Dali Gaming, dass er das Video hochgeladen hat. Und selbst wenn nicht, hat es mir trotzdem Spaß gemacht, aufzunehmen. Ciao, ciao, bis dann, euer Quanti-Display. Hoffentlich bin ich unten verlinkt. Muss aber nicht sein. Ich bin einfach nur froh, dass ich dir weiterhelfen konnte. Gruß.